und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute Befriended und wir sind ein Psychologiestudent, der sein Jahr abgeschlossen hat und nach der Sommerpause wollen wir uns einen Job suchen. Und wir haben diesen folgenden Job ausgewählt und zwar gibt es eine Frau, die Probleme hat, mit ihrer Tochter zu kommunizieren, weil sie seit letzter Zeit nicht sie selbst ist. Sie leben natürlich wieder weit entfernt von Städten in irgendeinem vergammelten Wald und sie suchen jemanden, der den Sommer mit ihnen beiden verbringt und hilft, sich einander zu verstehen. Wir haben die Challenge angenommen und nach einem sehr langen Weg und einer langen Reise sind wir endlich an unserem Ziel angekommen. Und all das, meine lieben Leute, klingt schon wieder nicht gut, Leute. Es klingt schon wieder nicht gut. Alright, wir fahren natürlich in dem abgelegenen Wald, dort, wo die Bienchen noch summen können und ihren Honig einbringen, aber das bedeutet meistens Geister uns nichts Gutes. Okay, what the fuck ist das? Eine Mülltonne? Oh Gott, Leute. Oh nee, Gartenzwerge. Wenn ich einen Gartenzwerg, Korrektur, zwei Gartenzwerge im Garten stehen habe, Leute, so unheimliche Gartenzwerge, das kann nichts Gutes bedeuten. Das kann definitiv nichts Gutes bedeuten. Was ist das denn, Hund? Nö, eine 2 Meter große Katze. Okay, wo? Nö. Soll ich der Katze nachgehen? Jo, was ist das hier bitte schon wieder für... Ey, ich komme hier an, ne? Die Begrüßung ist ja richtig für'n Arsch. Hallo? Jo, da läuft schon irgendjemand rum da draußen. Bitte schön, lass es... Da steht ein Elefant, Bruder. Okay, der ist zu. Wo muss ich denn hin? Oh, what the fuck? Da hinten sitzt jemand. Jo, das wird mir jetzt schon zu bunt, ne? Jo, what the fuck? Jo, what the fuck? Okay, jetzt ist die Tür auf. What the fuck ist das? Wieso sind wir hier? Können wir bitte gehen wieder? Wieso sind wir hier? Das ist ja nicht gut. Hallo, ist irgendjemand zu Hause? Nö. Nee. Niemand da. Danke, dass du die Rolle übernimmst und meiner Tochter Mia hilfst. Ich bin rausgegangen, werde aber bald zurückkommen. Aha. Okay, bitte fühl dich wohl und nimm dir die Zeit, dich mit Mia anzufreunden. PS, ich habe in einem der Schubladen oben in dem Schlafzimmer ein Dokument hinterlassen, das du unterschreiben musst. Es ist nur eine Formalität. Okay, alles klar. Also um quasi zu gewährleisten, dass, ja, whatever. Warum ist hier die Tür offen? Ach, die Tür zu machen. Okay, also die Mutter ist weg, die Tochter ist hier alleine mit mir jetzt. Und Highway, Alter, was ist das? Ein dicker Müsli-Riegel. Ja, und wir sollen irgendwas unterschreiben, was dafür sorgt, dass wir eine Sicherheit haben oder die Mutter eine Sicherheit haben hat, falls die Therapie irgendwie, ja, nicht so funktioniert, ne? Ja, dann muss ich hochgehen, ne? Hier ist alles fucking dunkel. Mia, bist du da? Oh, hier ist eine Katze. Alright. Ein Badezimmer? Yo, warum ist eigentlich überall Wasser in den Badewannen? Sag mal, haben die Leute keinen Sinn für Hygiene? Okay, interessant, da ist ein Schlüssel. Warum sind da so Hexenpentagramme aus Holz? Das gibt mir zu denken. Das gibt mir zu denken. Ist das das Schlafzimmer? Ah, okay. To aid Mia. Challenge is posted to me. I'm equipped to manage them and assume responsibility in return for the service. I am to receive compensation. Okay. Ich kann dir helfen. Das klingt aber nicht so gut. Das klingt irgendwie nicht so koscher, mein Freund der Sonne. Ich würde da ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich du wäre. Also ich weiß auch nicht, ne? Eintrag 4, 7. Mai 83. Das Flüstern kommt aus den Wäldern. Wir haben mit Checket versucht, ihren Ursprung herauszufinden, aber wir hatten keinen Erfolg. Hier ist eine Box. Oh! Oh! Einfach direkt. Okay, direkt einfach eine Voodoo-Puppe aufgenommen. Mia! Hallo! Oh, das sind wieder zauberhafte Bilder, die ihr habt. Wirklich zauberhafte Bilder. 11. Eintrag, 29. Mai 83. Irgendjemand war draußen. Sie sind draußen vor dem Fenster erschienen. Aber immer, wenn ich mit Jack rausgegangen bin, haben wir keinen mehr gesehen.
toll, super. Das sind nicht so gute Aussichten hier irgendwie. Special Edition vom Hexenbuch, Leute. XXXX9. Das ist bestimmt für einen Code, den wir uns merken müssen. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet, Leute, ne? Ich habe keinen Dunst, was uns hier erwartet. Okay, hier geht's raus. Da war die Küche. Ist auch raus. Sugar. Kann ich hier irgendwas noch machen? Okay, kann ich hier alle Schubladen öffnen? Ja. Immerhin, okay. Aber nur die Schubladen. Ich kann keine Schranktüren öffnen. Doch, kann ich. Doch, kann ich. Ist eine Lüge. Das heißt, ich muss da später irgendwas finden. Kann das sein? Oh, Leute, guck mal hier. Wir futtern erstmal alles hier weg, yo. Ich fresse den erstmal ihren ganzen Brotvorrat. Den habe ich mir, by the way, gebacken, ja? Ne? Leute, ihr wisst schon. Kühlschrank, so. Yo, Leute. Oh. Yo, Leute, ich kann doch hier... Hä? Ducken? Die Taste Ducken ist wie die Taste Escape. Oh, my holy fuck. Guck mal, ich sauf den alles weg. Das gibt's ja gar nicht. Warte mal, kann ich auch ein Ei essen? So ein richtiges Ei reinziehen? Nö. Na gut. Okay, was ist hier? Na gut, okay. Was muss ich denn jetzt machen? Hm? Was muss ich tun? Überall diese Holzhexen-Pentagramme. Es ist ja kalt heute Nacht. Ich muss Feuer machen. Oder ich sollte Feuer machen. Okay. Na gut. Oh, fuck, was? Was ist das bitte? Boah, ich weiß nicht, ne? Ich muss ein bisschen Feuerholz finden. Jo, mach mal hier das Licht an. Das war doch vorhin an, oder? Irgendwas tut da ganz komisch. Oh, hier. Erster Eintrag. 12. März 83. Mia verhält sich seit letzter Zeit sehr, sehr komisch. Sie sperrt sich selbst in ihrem Raum ein und sie spricht nicht und sie isst nicht. Das ist natürlich nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okidoki, ich muss Feuerholz finden. Wo könnte Feuerholz sein? Wo könnte es sein? Da ist irgendein fucking Graffiti. Alter, da ist Feuerholz. Okay, soll ich noch eins nehmen? Na, immerhin jetzt endlich mal, ne? Was? Was war? Ich hab nichts zu sehen. Ich mach einfach die Tür zu. Ich ignoriere das einfach. Keine Ahnung, was das für ein Käse war. Ich ignoriere es einfach, ne? Scheiß drauf. Find a lighter to light the fireplace. Yo, what the fuck? Das war vorher nicht da. Oh Gott. Und dann immer diese Musik. Diese Musik, die einem versucht einzureden. Jo, alles ist gut. Alles ist easy. Okay, wo könnte ein Feuerzeug sein? Küche vielleicht? Hm. Also hier sind auch überall Kerzen. Das heißt, ich vermute mal, ich muss auch Kerzen später mal anzünden. Okay. Da sind wieder richtig nice Bilder. Bilder des Grauens. Aha, 1-9 hinten raus. Ja, bitte. Alter, wer sitzt da denn, Mann? Was ist das bitte hier? Können Sie bitte damit aufhören? Ich möchte das nicht. Ja, ich möchte das einfach nicht. Hier kann ich nichts öffnen. Wird doch wohl irgendwo ein Feuerzeug sein, oder? Okay, da habe ich das Ding schon unterschrieben. Jo, was sind das für fucking zugehangene Dinger da? Ist vielleicht ein Feuerzeug hier auf dem Klo? Auf der Toilette ist nichts los. Nö, auf der Toilette ist nichts los. Da ist auch nichts. Ey, die standen doch vorhin nicht da, oder? Standen die vorhin da? Die Musik ist so strange. Die ist so komisch. Ich sag euch, wie es ist. Ich muss wahrscheinlich den Käse draußen finden, oder? Nein, da steht er. Verdammt, bin ich blind. Okay, danke dir. So. Right. Dann wirf mal rein das Zeug. Jawohl. Ja, so ist gut, ne? Okay, great. Es ist schön warm jetzt. Guck mal jetzt. Jetzt steht da niemand mehr.
Waren die Dinger da auch schon vorhin so viel? Und jetzt? Hallo? Please give me a objective. Soll ich noch... Warte mal, weißt du was? Ich sauf noch mal einen Humpen Milch. Hernach, brauche ich das, weil das irgendwie... Nee, come on, das wäre mir aufgefallen. Die Dinger hier hängen hier nicht schon die ganze Zeit. Ey, ich sollte mich hier so schnell wie möglich verpieseln, ne? Ich sollte mich hier wirklich so schnell wie möglich verpieseln. Ich sage euch, wie es ist, das ist nicht gesund. Das ist wirklich nicht gesund. Das ist ungesund. Komisch, es sieht so aus, als wäre irgendjemand bei meinem Auto. Oh, for fuck's sake. Müssen wir da jetzt wirklich hin? Ey, was soll denn das? Jemand ist in meinem Auto. Oh, Bro, du solltest rennen, ne? Renn. Renn! Hey, fahr nicht weg, das ist mein Auto. Das ist wahrscheinlich die Mutter, die jetzt einen Abgang macht. Flüstern. Ja, auf euer Flüstern kann ich verzichten. Ich gehe jetzt da rein. Oh Gott. Ist das eine verfluchte... Ja, da steht einfach ein fucking Hirsch. Brauchen Sie etwas, Herr Hirsch? Wollen Sie was zu futtern haben? Okay, das ist fucking creepy, yo. Das ist wirklich übelst creepy. Hier stehen überall welche. Okay, das ist neu. Wow, fuck! Oh my fucking Lord, da ist zu jetzt. Die Katze will raus. Okay. Nein, ich habe die Katze rausgelassen. Meinen einzigen Freund in dieser Hölle habe ich rausgelassen. Die Hirsche sind alle nicht ganz sauber. Soll ich da hinlaufen? Hallo? Okay, geh gut, ne? Ich geh lieber wieder rein, ja. Hallo? Hirschmann? Sind die Hirsche jetzt weg? Die Hirsche sind jetzt weg. Yo, die waren doch gerade noch hier. Okay, zugegebenermaßen ist das gut gemacht. Mir läuft's gerade richtig kalt den Buckel runter. Ja, ja, ihr mit eurem Flüstern, ihr könnt mich mal. Ich gehe hier wieder rein. Vielleicht sollte ich mich einfach ans Feuer setzen und eine Runde schlafen. 4. Okay, ich glaube, ich muss mir das mal aufschreiben, ne? Also pass auf, wir haben... Moment. Wir haben. Also, ich mache das mal hier hin. Ah, verflucht nochmal. So. Also wir haben X, dann haben wir 4, dann haben wir ein X, dann haben wir eine 1 und eine 9. Ne? Das ist bis jetzt der Code, Leute. Der Code zum Glück. Guck mal, jetzt sind die Hirsche wieder da. Oder warte. Jo, jetzt sind sie wieder da. Wenn ich rausgehe, sind sie es nicht mehr. Okay, das ist großartig. Wo hat's denn geklopft jetzt? War das oben oder wo waren das? Die Maus liegt da. Hier kann ich auch nicht raus. Ne? Aber die... Okay, gut. Okay, es gibt eine logische Erklärung dafür. Ja, was denn? Ja, ich kann die nicht reinlassen hier. Ich bin ja selber hier nicht zu Hause. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Mein lieber Herr Gesangsverein. Gut, dass ich noch eine Milch im Kühlschrank habe. Ich geh mal hoch. Ah, nein, das ist... Katze? Sie hat mich nicht verlassen. Ja, sie schnurrt sich erstmal in... Du warst doch gerade... Okay. Licht bitte. Nein, ich... Was ist denn immer mit dieser Katze? Okay, gut, warte, bei mir noch die 5. 5. Wofür brauche ich das bitte? Mia? Hi, mein Name ist Mia. Meine Mutter nennt mich die verfluchte Mia, seitdem es passiert ist. Ich bin froh, dass du
das Auto losgeworden bist und dich entschieden hast, bei mir zu bleiben. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. PS, das ist nicht meine Katze. Wessen Katze ist das dann? Eintrag 62, 17. Oktober 85. Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. Der Fluch kann nicht gelüftet werden. Meine Mia erinnert sich nur manchmal daran, wer sie wirklich ist. Das wäre ja alles, ist ja alles schön und gut, aber eigentlich ist das doch gar nicht mein Problem. Ich kann doch einfach wieder gehen jetzt, oder? Kann ich nicht einfach bitte wieder gehen? Mia, da hinten steht schon wieder einer, das fällt dir nicht auf, ne? Du bist so ein richtiger Blindfisch. Guck mal hier, der Dude da, der gehört da nicht hin. Der gehört da nicht hin. Oh no. No fucking way. Ist hier irgendwo eine Taschenlampe? Ist hier irgendwo eine, was ist das? Ein Spitzer, Alter. Katze, kommst du wenigstens mit? Nee, ne? Da kommt niemand mit. Jetzt muss ich da runtergehen. In diesen dunklen Scheißhausschlund. Nee, hören Sie bitte auf damit. Das ist... da steht Falle. Also ich sage einfach mal, da steht Falle. Oder alle. Die allerechte Falle. Gern steht da auch mal alle. Warte, ich muss nur an den Lichtschalter. Hallo? Da hängen schon wieder tausende von den Dingern rum. Hör auf mit mir zu spielen! Lass das Licht an! Bitte lass das Licht an. Mach bitte das Licht nicht aus. Okay? Bruder, hör auf jetzt. Ich kann da nicht drüber lachen. Hör auf, das Licht auszumachen. Ich scheiße mir in die Hose. Stopp. Ist sie jetzt oben? Warte mal. Fräulein, ich finde das nicht in Ordnung, ne? Ach Gott, da steht schon wieder so ein Ding. Jo, Nippel bis zum Nordpol schon wieder, Leute. Nippel schon wieder bis zum Nordpol. Ja gut, aber wo muss ich hin? Warte, muss ich raus? Muss ich versuchen rauszugehen? Sind die Elche noch da? Jo, Mia, du hörst jetzt auf mit diesem Käse. Okay, ich komme hier nirgends mehr raus, das ist schlecht. That is not very good. That is not very good. Mhm. Interessant. Muss ich alle Lichter vielleicht ausmachen? Das kannst du unmöglich von mir verlangen. Will ich nicht. Nee, das mach ich auch nicht. Kannst du vergessen. Ich mach die Lichter nicht aus. Ich nehme eine Bratpfanne und dann hau ich sie dir drüber. Was ist denn? Was willst du denn? Ich geh nochmal hoch. Ich geh jetzt nochmal ganz hoch. Wenn du dann meinst, du musst das Licht nochmal ausmachen. Dann gnade dir Gott, ne? Okay, die Katze ist weg. Das ist ein gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen. Oder auch maybe not, ich weiß es nicht. Mia! Komm zu Papa! Was steht denn da? Da liegt nichts. Ich möchte dir mal eine Frage stellen, Mia. Und zwar, was eigentlich mit dir Phase ist. Mia. Hallo. Okay, ich mach's Licht aus. Ah, warte mal. Na doch, warte mal, ich mach das Licht aus. Na gut, okay. Du willst spielen, dann mach ich das Licht eben aus. Ich bin kein Schisser. Ich mach das Licht aus. So schaut's aus. War hier noch ein Lichtschalter? Nö. Okay. So, Mia. Jetzt? Willst du jetzt spielen? Okay, da liegt ein Zettel. Ich muss das Licht nicht ausmachen. Ich, alter Otto, jetzt mache ich es erstmal wieder an. Zumindest hier. Warte, hier drüben auch noch. Okay, warte. Da liegt was. Dresser. Was ist im Dresser? Soll ich da suchen? Oder wie? Okay. Oben dann, ne? Wie schaust du aus?
Holy shit, Mann! Holy shit! Okay, das ist der Dresser, oder? Armchair, irgendwas war gerade hinter mir und ist da rumgekrungen. Yo, yo, what is happening, Leute? Ich kann das alles nicht mehr. Ich bin zu alt für diesen Scheiß, das habe ich euch doch schon mal gesagt. Armchair, Alter. Ja, okay. Was für ein Armchair, Bro? Da oben. Okay, ich vermute mal im Wohnzimmer, ne? Wohnzimmer. Oh, natürlich ist da unten wieder das Scheißlicht aus. Klar, wie soll es auch anders sein? Hier meinst du das hier? Hier, bei dem da? Aha. Ah ja. Ich musste diese Nachricht verstecken, damit die alte Lady aus dem Wald sie nicht findet. Sei vorsichtig mit ihr. Sie ist der Grund dafür, dass all dieses Schreckliche passiert. Meine Mama sagt, es ist wegen der Hexe. Und weil ich so bin, wie ich bin. Und das ist, warum ihr Vater sie verlassen hat. Oh, scheiße, was? Es gibt eine Hexe? Ich dachte, ich... Oh Gott. Ich glaube, ich sollte nach ihr sehen. Ja, genau. Objective, look von mir. Sie hat gerade von der Hexe gesprochen, die im Wald umhergammelt. Und ich soll jetzt sie suchen gehen. Du kannst mich ja mal... Oh, hier ist ein fucking Elch. Bro. Yo, Bro. Hey. Okay. Eine Taschenlampe wäre vielleicht doch mal ganz gut, oder? Geh auf die Seite, Elch. Oh, jetzt versperren die mir auch noch den Weg, yo. Objective, look for Mia. Ich versuch's. Irgendwas frisst dein... Okay, irgendwas ist da hinten. Okay, jetzt ist der Elch weg. Kann ich da hingehen? Hallo? Ich habe for real keinen Lust, wo ich hin muss, ne? Look for Mia. Achso, jetzt sind die Elche weg. Okay. Nicht da lang. Vielleicht, maybe. Mia? Ah. Ich muss wieder irgendwas. Ach, da hinten, ne? Ja, ja, safe muss ich da lang. Ganz safe. Okay, ich renne auch, oder? Oh, shit. Nö, leck mich. Nö, leck mich. Nö, leck mich. Okay, ich muss die Gartentür und die, ja, locked doors. Ja, mach ich. Schnell. Okay, gut. Okay. Garden doors quickly. Okay, ist auch zu. Sonst gibt's hier keine Door, die ich locken kann. Was war das denn für eine Scheiße? In welche Kacke bin ich hier reingeraten, bitte? Ich will das alles nicht mehr. Mia, wir haben ein Problem. Da draußen ist eine alte Frau, die irgendwie hier rumgammelt und die uns aufessen will. Zumindest glaube ich, dass sie uns aufessen will. Oh Mann, jetzt ist da schon wieder das Licht aus. Jo, lass doch mal das scheiß Licht an. Warum musst du jetzt hier drin? Wieso musst du das Licht aus? Wow! Fuck you! Oh, scheiße, Mann. Oh, scheiße. Oh, shit, yo. Ich bin zu alt für diesen Müll. Oh, da. Shit, Mann. Kann ich mich nicht irgendwie verstecken oder so? Was ist jetzt wieder? Jetzt ist das Licht wieder überall aus. Oh, ja. Great. Es ist really, really great. Ist hier irgendwie was? Nee. Oh, jetzt flackert das scheiß Licht auch noch. Okay. Da. Okay, alles klar. Hier ist aber nichts. Ich muss wieder runter wahrscheinlich. Boah, nee, ey, dieses Game, das macht mich irgendwie übelst fertig, Leute. Ich kann es euch auch nicht genau sagen. Okay, was muss ich tun?
Okay, was? Was ist die Katze? Ja, was willst du denn? Du bist die alte Frau aus dem Wald bestimmt, ne? Was willst du denn? Oh nein, oh nein, oh nein! Kannst du... Oh, das ist nicht dein Ernst, ne? Kannst du wenigstens die Kerzen mitnehmen? Da irgendwo waren Kerzen. Okay, 8.12.84. Betreue ich am 7. Juni, also Jake took his own life. Okay, Mr. Jay, once a cheerful and happy person had been behaving strange for some time. Okay, der hat sich umgebracht. Wisst ihr, das Problem ist? Das Problem ist. Nein, nicht mit mir. Ich muss erst die Kerzen anmachen. Das Problem ist, ich sehe einen feuchten Shit. Ja, also selbst mit den Kerzen siehst du nichts. Absolut nichts. Da irgendwo waren Kerzen noch gestanden. Aber einfach nur nein. Jetzt muss ich mich hier orientieren. Es ist so stockfinster, ich sehe gar nichts. Warte mal, warte mal, warte mal. Middle in Villas were burned at the stake. Genau, die wurden verbrannt, Hexenverbrennungen. 1492 wurde eine junge Frau... Hat eine junge Frau angefangen, in einer unbekannten Sprache zu schreien und hat Flüche aufgesagt, während sie verbrannt wurde. Okay, und kurz danach hat jeder, der um sie herum war und das Spektakel sich angeguckt hat, sag ich mal, hat erschreckendes Flüstern gehört. Die Frau, teilweise verbrannt, konnte sich von diesem Scheiterhaufen retten, sage ich mal, und jeder ist geflohen. Der Legende nach wurde in den folgenden Wochen die Bewohner von einer sehr seltsamen Epidemie heimgesucht. Sie wurden verrückt und ihr Skin, also ihre Haut wurde Aschenton, also so gräulich, so als wären sie verbrannt worden. Es ist nicht viel mehr bekannt. Okay. Alles klar. Ja gut, das Ding ist, ich würde gerne erstmal alle Kerzen anmachen, ne, damit ich ein bisschen ein fucking Licht habe hier. Jo, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ich habe hier kein Licht, ne? Wow! Yo, fuck me. Fuck my life. Du dumme Sau, ey. Ganz ehrlich, du dumme Sau. Ich hasse dieses Spiel. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin schon oben. Oh, scheiße, Alter. Okay. Das haben wir schon, ne? Oder? Die 5, die haben wir, ne? Die 5? Die 5 haben wir? Ja, ja, die 5 haben wir. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Leute, ich kann das alles nicht mehr. So, schön alles anmachen. Ich bin ganz oben. Okay, ich bin ganz oben. Warte mal, hier. Und hier. Boah, ich habe schon Angst, jetzt die Kerzen anzuzünden. Okay, hier ist nichts mehr. Und im Scheißhaus. Ach, das ist ja... Das ist das Scheißhaus, ne? Okay. Okay, gut. Wir haben alles, glaube ich, soweit angezündet, sodass wir uns wenigstens ein wenig orientieren können. Außer hier unten. Es ist so arschdunkel. Es ist so arschdunkel. Was ist hier hinten? Hier sind auch noch Kerzen. Okay. Da hinten, da ist irgendwie gefühlt gar nichts, ne, was ich anmachen kann. Was soll ich jetzt tun? Ja, muss ich... Weiß ich nicht. Irgendwie... Warte, da hinten ist noch... Okay, da kann ich noch was anzünden. Okay, great. Das ist aber hier so verflucht dunkel ist, ne? Hier ist gar nichts zum Anzünden in der Küche. Nichts. Und da hinten auch nicht in dem Eck.
Gut. Muss ich wieder hoch vielleicht? Das Game sagt einem auch nichts, ne? Es sagt einem einfach einen Scheiß. Hier komme ich noch nicht rein. Einen Code lösen kann ich auch noch nicht. Wobei ich die eine Zahl safe ganz easy raten könnte. Aber ich weiß nicht, wo ich sie eingeben muss. Diesen Zahlencode oder was auch immer das sein soll. Hallo? Gibt's auch ein Objective? Was man noch machen muss? Rausgehen ist ja wohl die selten dämlichste Idee, die ich haben könnte. Er sagt mir aber nichts. Er sagt mir nicht, was ich tun muss. Erstmal noch eine Milch saufen. Warum habe ich keine Taschenlampe, Mann? Das würde so viel vereinfachen. Hallo? Ah. In 1486 wurde das berühmteste Handbuch für Hexenjäger veröffentlicht, und zwar Malus Maleficarum von Heinrich Kramer und Jakob Sprenger. Mit der Arbeit zusammen haben sie ein medizinisches System. Okay. Okay, also Kinder wurden quasi da rausgehalten aus dem Ganzen. Die wurden immer als unschuldig bezeichnet, auch wenn sie mit Hexenkraft in Verbindung gekommen sind. Okay, das erklärt schon mal Mia, aber das erklärt nicht die Hexe. Und das erklärt verflucht nochmal nicht, was ich hier machen muss. Also wenn ich's wüsste, Mann, ne? Wenn ich's wüsste, was ich machen muss, dann... Was zur Hölle mache ich da gerade? Hidden Secret, what's behind what? Oh fuck, ich habe eine Killertür gefunden. Jetzt, wo der Strom aus ist. Oh no, was ist das? Oh, scheiße. Okay, Mama. 43. Eintrag, Dezember 84. Mein Mann ist weg. Er hat sich selbst geopfert, mein liebevoller Zweck. 29. Eintrag, 12. April 84. Mia ist nicht länger menschlich. Ihr Körper sieht aus, als wäre er verbrannt. Sie sagt, es tut jeden Tag weh, aber sie ist am Leben. Oh Mann, okay. Was mache ich jetzt hier? Jo, ich habe kein Licht. Ich habe wirklich einen feuchten Kehricht. Ich habe einen fucking Knochenschlüssel eingesammelt. Und ich weiß nicht warum. Und ich habe kein Licht mehr, Mann. Und wohin jetzt? Wohin? Wofür brauche ich einen Knochenschlüssel? Das Haus hat Augen. Great. Toll, ja. Das ist wirklich eine super Errungenschaft. Das Haus hat Augen. Toll, ja. Da habe ich drauf hingearbeitet. Diese Errungenschaft wollte ich schon immer mal haben. Ich möchte jetzt wissen, was ich hier tun muss. So schaut's aus. Das würde ich gerne erfahren. What should I do? Ich habe irgendwas offensichtlicherweise richtig gemacht. Ah, warte mal.
Okay. 33. Eintrag, 11. Juni 84. Jedes Mal, wenn Mia ein paar Schritte vom Haus weggeht, verliert sie ihre Bewusstsein. Okay, wir bringen sie nirgends hin, weil wir fürchten, dass sie stirbt. Scheiß Ouija-Board, Alter. Why? Das frage ich jetzt. Why? Die Tür ist zu, ne? Wie du sehen kannst, hat meine Mama alles versucht, um mir zu helfen und den Fluch zu lüften. Sie hat sogar mit den Geistern gesprochen. Zumindest glaubte sie das. Es ist eigentlich mein Dad, der sich am meisten geopfert hat. Ich vermisse ihn. Okay, was soll ich jetzt machen? Mia? Das hat nichts mit meinem Psychologiestudium zu tun, möchte ich nur mal sagen. Ah, okay, gut, ich verrück wieder irgendwas. Keine Ahnung. Scheiße, was ist das bitte? Was ist das bitte hier für ein kranker Shit, Mann? Ah ja, das ist die Kombination. Okay, gut. Okay, also wir haben, Moment. Wir haben, die erste Zahl weiß ich nicht. So, die zweite Zahl ist eine 4. Die dritte Zahl ist eine 5. Dann kommt eine 1 und dann kommt eine 9. Und dann kommt eine 9. Nur so. Das drücken wir hier mal durch. Ja, alright, gut. Okay, was ist da drin? 91. Eintrag, 3. März 86. Da ist Hoffnung. Der Fluch kann gelüftet werden. Oh nee, ich will nicht mit dem scheiß Ouija-Brett irgendeinen Käse machen. Das geht immer ganz, ganz, ganz dumm aus, geht das, ne? Das geht ganz, ganz böse aus. Ich sag das nur mal nochmal. Yo, holy. Nee, nichts gibt's jetzt. Nichts gibt's, du alte Hexe. Nein, nein, nein. Du kannst mich mal. Also ich muss zugeben, das ist schon sehr creepy. Also so, dass die ersten paar Mal, wo ich sie gesehen habe, da, ne? So. New. Newish, was? Okay. What are you telling me? Ich hab nicht aufgepasst, ne? Also. One wish. One wish. Ja, okay. Und was für einen Wunsch hast du denn? Ja, das mag schon sein mit deinem Wunsch. Aber ich kann dir ja keinen Wunsch erfüllen. Wenn du mir immer nur dasselbe sagst. One wish. Keine Kerzen vielleicht? Kerzen aus? Magst du die Dunkelheit? Warte, ich mach alles aus. Ja, one wish, was denn für einer, Mann? Okay, gut, also mit den Kerzen hat's nichts zu tun. Mach ich die wieder an? Ich hab keinen Dunst, Mann. Ich hab keinen Dunst. Wie ich jetzt auch hier wieder rauskomme. Ach, ich kann hier einfach... Oh, shit. Ich kann hier einfach rausgehen. Okay. Okay, was soll ich machen? Okay, ich folge dem Mädchen nach unten. Wohin? Ich sehe dich nicht mehr, es ist so dunkel hier.
Ah, warte mal, wieder runter. Ja, die Augen hier, ja, ja. Mhm. Ja, ja, I see. Okay, gut, ich muss wieder in den Keller runter. Ab in den Urlaub. Okay, Mama sagte, ich sollte dich in einem Gedicht fragen, also habe ich eins geschrieben. Ich sehe deinen sehnlichsten Wunsch zu fliehen. You'll see a short, clear belief, get a crimson blooms, trail the woods to where my father's grave abides. Okay. Blumen zu dem Grab ihres Vaters bringen. Okay, alles klar. Ja, nichts leichter als das, oder? Take them to the girl's father's grave. Find red flowers. Das heißt, ich muss raus, oder? Ohne fucking Taschenlampe. Ach so, da bist du, ne? Dankeschön. Finally kriege ich mal Tefets Licht, Leute. Tefets Licht. Okay, gut. Blumen, Blumen. Wo sind Blumen? Wo kann ich aber Blumen finden? Oh Gott, ist das alles creepy, Mann. Ich will da eigentlich gar nicht lang gehen. Ah, warte mal, da hinten. Da sind Blumen. Okay. Okay. Und wo ist das Grab? Wo ist das Grab des Vaters? Was machst du? Okay, also hier kann ich ja eh nicht lang. Hier kann ich auch nicht lang. Okay, pass auf, warte. Wir schauen mal, kann ich hier lang? Muss ich dem Heulen der Wölfe folgen? Also ich weiß auch nicht, was mit denen hier los ist, ne? Muss ich dem Flüstern folgen? Okay, hier kann ich nicht lang. Pass auf, kann ich da hinten hin? Da geht's nämlich auch raus. Nein, hier kann ich auch nicht lang. Ein bisschen dumm, dass einem das Spiel irgendwie nicht eine kleine Linie gibt, weil... Da hinten? Hier vielleicht. Nö, auch nicht. Okay, das ist die Eingangstür. Die ursprüngliche. Hier auch nicht lang. Okay, dann war's da hinten, oder wie? Alter, was ist das für ein Gejaule hier? Seid doch alle mal ruhig. Ich muss mich konzentrieren. So kann ich mich aber nicht konzentrieren. Okay, ich muss da nach links. Also die Blumen habe ich. Die waren easy. Aber dann muss ich da lang. Da nach vorne. Und da in den Wald rein, oder? Hier. Dem Flüstern nach? Guck mal, ich kann hier nirgends lang. Hä? Wo ist denn das Grab des Vaters? Follow the forest path. Welcher forest path? Da ist kein scheiß Waldpfad. Ich gehe irgendwo lang gerade. Ist das der Pfad? Da hinten ist irgendwas. Da hinten leuchtet was. Ist doch kein Pfad, yo, das ist... Und die Taschenlampe ist auch wieder vom billigsten Baumarkt überhaupt. Find the grave in the forest. Ja, super. Aha, okay. Ja gut, und... Light the candles and tide up the grave. Okay, Bro. Mach ich. Um den Fluch von einer Seele zu lösen, pledge other hedge. Okay, ja, sieh da alle echte Dichter. Totally understand. Ich fühle mich nicht gut. Ich auch nicht, Mann. Ich fühle mich schon die ganze Zeit nicht gut.
Ich mach mal das Licht aus. Meine Haut fühlt sich an, als würde sie brennen. Was passiert mit mir? Du hast irgendeine Scheiße gemacht. Schon irgendwie bewusst, dass wie du vielleicht schon vermutet hast, habe ich Mias Fluch gelüftet und Mia ist jetzt wieder ein normales Mädchen. Ihre Mutter ist gerade mit ihr gegangen. Gratuliere zu deiner Courage und deinem Opfer, junger Mann. Oh mein Gott. Ich akzeptiere dieses Opfer. Von nun an ist deine Seele mein. Du wirst verflucht sein. Du wirst niemals sterben. Aber dein Körper wird langsam in Asche und Staub zerfallen. Du wirst herausfinden, wie es ist, wenn du langsam durch die Ewigkeit so genauso verbrannt wirst wie eine junge Hexe. 1492. Brauchst du gar nicht so dumm grinsen, yo. Ich habe immer noch meine Taschenlampe, du dumme Amsel. Alter, okay. Alright, war ein gutes Game. Ein paar Jumpscares waren echt heftig. Die Atmosphäre war sick. Das Ende war, ja. Na, irgendwas muss man ja draus machen. Aber ich fand's ganz gut, Leute. Schreibt mir mal unten in die Kommentare rein, wie ihr das fandet. Und ja, also kann man sich jetzt eigentlich weniger beschweren. War mal wieder was Solideres, Leute, ja? Hat auch fast eine Stunde gedauert, also eigentlich relativ nice. Genau richtig für den Kanal. Alright, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit dem Daumen. Schreibt mir, wie gesagt, unten rein, wie ihr es fandet. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid und bis jetzt da wart, lasst gerne ein Abo da, Leute. Unterstützt mich gerne und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.